Die 14. Ausgabe der Kunstmesse Documenta beschert Kassel ein Werk, das nicht zu übersehen ist. Der Parthenon der Bücher besteht aus zehntausenden Ausgaben von 170 Werken der Literatur, die einmal verboten waren oder in bestimmten Ländern nicht verbreitet werden dürfen. Der Kasseler Kunsttempel erinnert an den antiken Parthenon-Tempel in der Documenta-Partnerstadt Athen. Und das Kunstwerk steht mitten auf dem Kasseler Friedrichsplatz, dort, wo die Nazis einst unerwünschte Bücher verbrannten. Auch Kinder- und Jugendliteratur wie die Harry-Potter-Bände sind Teil des Parthenons der Bücher. Wenn man darüber nachdenkt, dass es immer gesellschaftliche Situationen gibt, wo zum Beispiel extrem christliche oder extrem glaubensstarke Gemeinschaften existieren, die werden sich dann natürlich versuchen zu wehren gegen etwas, was ein bisschen okkultistisch ist, was Zauberei heraufbeschwört. Das heißt, ich kann die Überraschung bei Harry Potter verstehen, aber gleichzeitig ist es, irgendwo wird irgendwas immer verboten, vor allem wenn es berühmt ist. Hinter dem Kunstwerk steht die argentinische Künstlerin Marta Minujín. Die Helfer hatten beim Aufbau ordentlich zu tun. Es muss schön zugedeckt sein, farbig passen, das ist der Wunsch von der Künstlerin. Insgesamt sind bei der 14. Documenta Werke von mehr als 160 Künstlern zu sehen.